Ja, der Herr Ochsen ist soweit schon fast fertig. Jetzt gehen wir mal eben schnell runter und machen noch die letzten Sachen unten, damit er das auch. Wo sind wir denn hier? Ach, hier. Damit er das auch eben. So, Herr Ochsen, Sie dürfen. Ja, ich habe ja eine habe ich hier noch. Okay. Da muss ich ja auch noch mal eben schnell hier hinstellen. Den Zementmischer brauchen wir auch. Also hier diesen Aufsatz. Wir brauchen wahrscheinlich Okay. alles. Soll ich denn schon mal Fertigbauelemente holen oder warten wir erstmal den nächsten Abschnitt ab? Ne? Wir warten den nächsten Ich Abschnitt mach mal erstmal eben ab. hier die Ladung fest und fahr den mal ein bisschen weg hier. Ich weiß ja nicht, was jetzt. Wieder neue Ausschreibung. Was haben wir jetzt wieder für Aufträge? Können wahrscheinlich wohl gleich schon in den Dings einsteigen und den auch frei machen. Ja, oder der steht da und dass er keinen stört, weil gerade ging es auch. Haben sie so gut hingestellt, Herr Hoxton, dass der uns beim Bauen gar nicht Probleme bereitet. Aber das Gebäude wird wesentlich größer. Wir brauchen wesentlich mehr Trockenbauelemente als beim letzten Mal. Ja, glaube ich auch. Können wir wahrscheinlich mit zwei Zugmaschinen dahin fahren, Herr Hoxton. Gut, dass wir zwei Zugmaschinen haben. Was machen Sie da? Ich glaube, das weniger, was Sie jetzt gerade sagen. Warum? Ich glaube einfach, dass wir das Problem haben werden. Wir brauchen auch noch, dann ja, zwei Zugmaschinen. Wir müssen dann noch eine Zugmaschine Haben wir kaufen. doch. Wir haben die Ja, aber mit der Schwerlastzugmaschine können. und den. Ja, mit der können Sie sich doch nicht bewegen. Ja, ich mach das schon, Herr Ochsen. Die ist viel zu Nein, groß. um die Elemente hier hinzuschaffen, werden wir das schon hinbekommen. So, warten Sie. So. Fertig. Nach den Baustellen, der Haken muss weg. Nur der Haken. Von ihrem Kran. Wir gucken uns das mal gleich an. Wow, da sind schon wieder eine Etage drauf. Wunderbar, Herr Ochsen. Wow. Jetzt brauchen wir die Elemente. Wollen Sie das gleich machen mit den Elementen? Guck gerade mal, besorge Ich achtmal komme mal runter vom Fertigland. Kran. Aber wir brauchen im Abschnitt 4 auch. Ach nee, dann müssen die gegossen werden. Okay. Mein Gott, ey. Und dann nochmal zwei trocken. Ach so, Baustoffe. Ah, okay. Wir müssen mal die LKWs hier wegräumen. Ja, das machen Sie. Ich hole die Elemente. Ja, wie jetzt? Oder nicht? Ja, ich mach schon. Fahren Sie ab. Fahren Sie einfach. Okay, ich nehme mir ein Taxi, ne, Herr Hoxen? Ja. Bis später. Tschüss. Ja. Erstmal in ein Auto hier umstellen. Erstmal den hier. Jetzt einmal hier hin. Jetzt muss ich in den anderen rein. Wahrscheinlich braucht man den auch gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Doch, den brauchen wir ja. Wir müssen aber mehr Material kaufen. Ja, hab ich ganz vergessen. So. Dann warten wir mal auf die Chefin. Mal gucken. Wir müssen da oben die Treppenbauwände einmal. Na sicher. Machen wir auch.
Wo ist sie denn? Das dauert ja sowieso immer, bis die da irgendwas gebacken kriegt. Wo ist sie denn? Okay. Wir gehen mal nach oben. Gucken uns das mal an. Da sind die Treppen. Was ist das denn für ein Hä? Wofür ist die denn? Ach, hier sollen die hin. Okay, einmal hier. Und dann hier. Ah, okay, ich verstehe. Aber wofür ist die denn? Du kannst von beiden Seiten hier runtergehen. Das ist Schwachsinn, ey. Das ist doch Schwachsinn, oder? Naja, gut. Wo ist sie? Komm, wir gehen nochmal in den Kran. Gucken wir das Ganze von oben an. Cool aus irgendwo, ne? Schön. Warte mal, ich mach mal ein schönes Foto. Warte mal. Und zack. Foto gemacht. Sieht gut aus. Ja, gefällt mir ganz gut, eigentlich. Guck, wie groß das ist, ne? Ja, aber wo ich mich drüber freuen würde, wäre, wenn die auf die Idee kommen würden und einen neuen Bausimulator. Das wäre cool. Für den PC. Das wäre super. Aber ich weiß nicht, im Moment läuft ja die Gamescom im Moment. Wenn ihr das Video seht, dann ist die schon lange wieder vorbei. Und da ist bis jetzt nichts gekommen. Da ist nichts gekommen. Da hat keiner was gesagt. Naja. Ja, ihr merkt ja, ihr hört ja selber, ich bin etwas. ja. Etwas angegriffen. Deswegen erzähle ich nicht so viel. Das sieht auch cool aus, ne? Von hier oben so, ne? Aber da sehe ich den. Gut, da ist der Haken. Okay. Aber da kannst du nicht so. Okay, der Haken baumelt da rum. Ja, aber da siehst du nichts. Kannst du besser die Haken-Dingsbums nehmen hier. Die ist, glaube ich, viel besser. Ne, ich muss mich nur dran gewöhnen. So, da geht der raus. Der muss sich jetzt da hinstellen gleich. Und dann geht's abwärts. Oh, das wird schwierig. Es wird schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wird schwierig. Also das ist nicht so leicht. Das wird nicht so leicht. Nee, noch lange nicht. Das dauert noch ein bisschen. Das dauert noch. Bin mal gespannt, ob es das hinkriegt. Ist natürlich... wenn ich jetzt mal so gucke, ne? Scheiße. Die müsste sich hier hinstellen, ey. Sag mal, wenn ich jetzt rüberschwenke, ne?
doch viel einfacher. Jo, das wäre doch viel einfacher. Das wäre ja cool. Jo. Da brauche ich nicht die ganze Dings. Cool. Okay, die kann sich dann hier auf den Bürgersteig stellen. Jawohl. Das wäre super. Das wäre super. Mann, wo ist sie denn? Das gibt's doch nicht. Die kann nicht so weit weg sein. Nirgendwo zu. Da ist sie. Da ist sie ja schon. Chefin? Ja, ich fahre den LKW hier an der Seite, sagten sie. Ja, hier rein. Und. Dann können wir vorwärts reinfahren. Dann fahre ich lieber einmal nochmal um den Block, wa? Ja, fahren sie einmal um den Block rum. Sonst wird das hier ein Ende ohne Ende. Und stellen Sie sich dann auf den Bürgersteig genau vor dem Verkehrsschild hin. Da komme ich dann leichter da dran. Ist einfacher. Meine Güte. Kann ich. Warum fährt er denn nicht mal zurück hier? Ach, alles nur Experten. Ja, da guckst du, ne? Meine Güte, ey. Kommst hier mit einem 20-Meter-Geschoss an, ey, und dann machen sie dir noch nicht. Ja, die sind alle doof. Nicht mal Platz hier. Die können es nicht. Weil ich habe das jetzt gerade ausprobiert, wenn ich jetzt, wenn du vor dem Bau stehst. Ja. Ne, dann habe ich den komplett ausgefahren. Okay. Und hier, wenn du dich hier hinstellst, ist der ja mittig. Ah, ich merke. Da haben wir mehr Tragkraft. Ah, Herr Hoxton, Sie sind meine Nummer eins, nicht nur, weil Sie gut arbeiten, sondern weil Sie sich auch Gedanken über Sachen machen, die noch gar nicht an dem sind. Sehr schön. Was ist damit? Ja, nee, das finde ich gut, dass Sie schon im Voraus mitdenken. Oh. Oh. Das war die Laterne. Was war das denn jetzt? Das war nur die Laterne. So. Ja, kommen Sie mal ran. Weiter, weiter vor, weiter vor, weiter vor. Weiter vor. Weiter, 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 weiter. Stopp! Okay. Okay. Ach so, die Stützfüße muss ich erst mal ausfahren. Nee, du sollst ihn nicht abhängen. Du musst nur aufmachen. Ich wollte Ihnen übrigens sagen, Herr Hoxton, beim nächsten Mal legen Sie bitte den Hebel wieder in seine Ursprungsstellung zurück. Welchen Hebel? Für die Stützfüße. Ich habe den gesucht wie Hulle. Deshalb hat das jetzt so lange gedauert, verstehen Sie? Mhm. Ja. Mensch. So. Wie haben wir das denn gemacht? Wir haben das hier auf dem hier abgestellt, ne? Hier unten die. Ja. Dann rausgenommen, ne? Vielleicht noch ein bisschen weiter rüber stehen sollen. Oder Sie können das ja so stellen, wie Sie möchten. Können das ja vors Haus stellen. Ach so, muss ich die Ladung noch lösen? Nö, ist doch frei. So, mal gucken, ob ich das so abhängen kann. Ich nehme mal erst den hinteren raus. Ja. Gucken, ob das so geht, ob das so funktioniert. Runter. Der macht auch nicht das, was er will. Müssen wir gießen, dann brauchen wir nochmal Trockenelement und Isoliermaterial. Das könnte ich eigentlich schon besorgen, aber wenn Sie sagen, lieber noch nicht, dann brauchen wir nochmal gießen. Oi, 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 oi. Und nochmal gießen. Wir sind nur noch am Gießen jetzt hier. Wird den Herrn Wilhelm auch gefallen. Dann Kanalmodule. So, ich stelle die jetzt mal hier an der Seite. Ja. Damit ich die rausnehmen kann. Ja, denken Sie nur dran, dass die Wiese ein bisschen abfällig ist. Ja, okay, das geht. Das geht. So, Sie müssen auch die. Sie müssen ja, jetzt lösen. Löse. Lösen Sie mal. Naja, nicht den Auflieger. So, ich habe gelöst. Machen Sie mal wieder offen den. Ja, entschuldigen Sie, Herr Hoxton.
Ich nehme jetzt einfach mal. Oh nein! Machen Sie gut. Soll ich oben aufs Dach gehen und gucken? Naja, wir müssen ja gucken, wo es hin soll. Ach, da muss die hin. Komm okay. Aufs Dach. Ja. Da muss die hin. Sehr schön. So, wo sind wir denn da? Hier? Da, wo rot ist. Ich sehe das Rote leider nicht. Ja, noch ein Stückchen nach der Außenwand. Ja, so, ja, wunderbar. Ein bisschen runterlassen. Ja, runter, runter. Jawohl. Ja, perfekt, Herr Ochsen. Perfekt. Ja, perfekt ist anders. Nein. Das war schon super gut. Hier wird dann der Balkon kommen. Ich lasse auch gleich die Gestelle draußen einfach, ne? Ja, weil ja. Macht ja eh keinen Sinn. Die können wir dann so einladen. Wunderbar, das ist hier die Tür von dem Kinderzimmer. Sind aber eigentlich nur so kleine Wohneinheiten hier, ne? Ja, ja, ist so Wohntoilette mit Küche. Ja, ich wollte gerade sagen, hier haben wir ein großes Riesenwohnzimmer, aber hier ist ja schon eine nächste Wohnung. Also viel Wohnplatz haben sie hier nicht. Müssen wir hier gucken gehen, ob das passt. Achso, sie machen jetzt erst den nächsten. Ich hätte auch sofort hier. Nein, ich nehme ja jetzt einfach die Wände raus da. Okay. Ja, gut. Perfekt. Ja, das wäre jetzt dieselbe Wand gewesen, die sie da, wo sie gerade schon eingesetzt haben. Ja, die wurde mir aber da angezeigt. Ach so, okay, kann ich alles klar, das sehe ich nicht. Das kann ich jetzt. Deswegen müssten sie das eigentlich auch mal machen hier, damit sie das mal sehen, wie das hier eigentlich abläuft. Ja, stimmt. Soll ich das machen? Ne, noch bin ich. Ich mache jetzt das erste und sie machen das zweite. Ich verstehe. Oh, das wird aber immer besser, ne? Wie sie die Elemente da rausziehen, das ohne. Am Anfang war noch ein bisschen Gerückel. Gerückel? Gerückel? Und jetzt fluppt oh. Das schon so richtig. Na, fluppen tut jetzt erstmal gar nichts. Da kommt jetzt schon das nächste. Guck mal, das ist für die Seite hier. Oder? Nee, doch nicht. Das ist drüben. Also, es wird hier immer angezeigt in Rot, okay. Dann. Welche Seite du dann machen sollst. Ja, wir haben eine gute Bauingenieurin, die hat uns das gut ausgerechnet. Effektivität, verstehen Sie, Hoxton? Effektivität bestimmt das Handeln. Das hat schon damals der Peter Schilling in seinen Song gesagt. Ja, aber irgendwie passt die Wand nicht. Die müssen ein bisschen zu mir hier. Vielleicht muss ich die drehen. Nein, sie müssen erstmal zu mir. Ja, drehen sollten sie die nicht. Nein, sie hätten die nicht drehen müssen. Nein. Zurückdrehen. Mach ich gleich. Ich drehe die eben um wieder. Ja. Weil die passte da nicht rein. Doch. Kommen Sie ein bisschen nach mir jetzt. Rüber. So, ja. Noch ein Stück. Nee, nicht das andere nach mir. Also nicht in die Tiefe, sondern in die rechts. In die Seite, genau. Und jetzt ein bisschen runter. Oh. Nein, da stehe ich auf der Wand. Das geht so nicht. Warten Sie, ich bin wieder hoch. Gott, mein Fuß. Gott. Dauert jetzt ein bisschen, weil ich kann nicht so rennen. Aua, es tut weh. So, da bin ich. Was haben Sie denn jetzt schon wieder gemacht? Ich bin vom Gebäude gefallen. Mein Fuß habe ich mir ein bisschen... Da, jetzt passt. Aber warum? Warum machen Sie das? Weiß nicht. Es passte gerade schon, Herr Ochsen. Bisschen... Ja, das interessiert mich nicht. Ich möchte das perfekt haben. Zurück. Leute, ey. Kann doch nicht so schwer sein. Weiß nicht. Schmeiß die einfach da rein. Auch nicht schlecht. Oh! Telefon! Oh, Telefon!